Dieses Video ist ein Einsteigervideo zum Thema Smart Home. Und das Ganze noch in Zusammenhang mit Home Assistant, den man zu Hause zum Beispiel auf einem NAS oder Raspberry Pi laufen lassen kann. Das Video ist jetzt unterteilt in drei Sektionen. Was hat in meiner Situation schlecht funktioniert? Was hat gut funktioniert? Und welche Besonderheiten sind bei Smart Home generell zu beachten? Los geht's nach dem Intro. Theoretisch muss man sich auf einen Funkstandard festlegen, wenn man mit dem Thema Smart Home beginnt. So gibt es zum Beispiel von AVM den DECT-Funkstandard und es gibt ZigBee. In der Regel sind diese Systeme untereinander nicht kompatibel. Mit Home Assistant kann ich diese aber untereinander kompatibel machen. Mit Home Assistant kommt eine weitere Ebene hinzu, der im Prinzip alles integrieren kann und die Geräte damit interoperabel macht. Ob das wirklich gut funktioniert? Naja, da kommen wir gleich zu den Besonderheiten. Und da wären wir schon beim Punkt, was schlecht funktioniert. Zum Beispiel habe ich mir einen ZigBee-Fenstersensor gekauft, der spricht ZigBee und den konnte ich in Home Assistant integrieren. Als ZigBee-Bridge habe ich die Conbee 2 benutzt. Nun habe ich ein AVM-Thermostat an meiner Heizung im Bad. Und ich dachte mir so, wenn ich das Fenster öffne und der Fenstersensor meldet, dass das Fenster geöffnet ist, könnte ich ja einfach die Heizung instant herunterregeln und wenn ich das Fenster wieder schließe, die Heizung wieder hochregeln. Da ich Stoßlüfte, beschränkt sich das Ganze immer nur auf eine kurze Zeit. Und genau hier fängt das Problem an. Die Befehle an das Thermostat von AVM werden nur im Viertelstundentakt gesendet. Vermutlich ist das eine Funktion, um Energie zu sparen. Auf der anderen Seite hilft mir das natürlich nichts, wenn ich mein Fenster öffne und es dauert 10 Minuten, bis das Thermostat reagiert und die Temperatur nach unten regelt. Das war also ein totaler Fail bei mir, obwohl das eine der besten Anwendungsszenarien von Smart Home ist, wie ich finde. Was hat denn gut funktioniert? Naja, also ich habe einen Bewegungsmelder mir von Aquara gekauft. Der hat den Vorteil, dass der nicht nur Bewegung registriert, sondern auch die Helligkeit misst. So kann ich eine Schaltung abhängig von der Helligkeit machen. Zum Beispiel kann ich sagen, schalte mir doch mal ein Licht ein, wenn es dunkel ist und sich jemand bewegt. Das habe ich in meinem Fall mit einem Lidl-Schalter kombiniert. Lidl benutzt Tuya und ist damit kompatibel zu Home Assistant. Und sobald ich quasi in mein Bad laufe, dann schlägt dieser Bewegungsmelder an und schaltet mir ein Licht an. Das Licht ist in meinem Fall nur eine Lichterkette. Das Schöne ist aber, das ist nicht so ein ganz helles Licht und wenn ich dann morgens, wo es eh dunkel draußen ist, diese Lichterkette eben einschalte, habe ich ein bisschen Licht und bin nicht gleich geblendet von meinen Badstrahlen. In dem Szenario kann ich mich aber auch dazu entscheiden, das Licht anzumachen, also manuell mein helles Licht anzumachen, betrete dann den Raum und dann wird eben die Lichterkette nicht eingeschaltet. Warum? Naja, weil halt der Bewegungsmelder die Helligkeit erkannt hat und damit nicht mehr schaltet. Das Ganze ist relativ günstig zu bewerkstelligen, denn die Komponenten kosten nicht mehr wirklich viel. Den Anwendungsfall mit einem Bewegungsmelder, den haben wahrscheinlich nicht alle von euch. Was aber viele haben, ist die klassische Kombination aus Schalter und Licht. Klassischerweise werden ja die Schalter fix in die Wand verlegt und jetzt ist man relativ daran gebunden, welcher Schalter welche Lampe schaltet. Bei Smart Home sieht das anders aus. Hier kann ich mir einen Schalter kaufen und danach per Software definieren, welcher Schalter welches Licht schaltet. Das ist zum einen praktisch zum Nachrüsten, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lampe über eine Steckdose angeschlossen habe und könnte die gar nicht mit einem der fest installierten Schalter in der Wand schalten. Zum anderen ist ein sehr großer Vorteil noch die Geschichte mit dem Dimmen. Wenn man nun LED-Lampen kauft, dann hat man immer so ein bisschen die Problematik mit dem Dimmen. Ja, es gibt dimmbare LED-Lampen, dazu braucht man in der Wand dann aber auch noch einen Dimmer, der das Ganze unterstützt. Mit Smart Home ist das auch problemlos möglich. Ich kaufe mir einfach einen Schalter, der ein paar Tasten mehr hat als An und Aus. Zum Beispiel gibt es auch Schalter, die haben zwar nur eine Taste, die kann man dann aber anders belegen, zum Beispiel durch Mehrfachdrücken oder Langdrücken. Noch besser hat mir aber der IKEA-Schalter gefallen, der einen An- und Ausschalter hat und noch eine extra Funktion fürs Dimmen hat, also heller und dunkler, und dann noch zwei Pfeile hat, die kann man halt frei belegen, zum Beispiel könnte man da die Lichttemperatur einstellen. Hier muss ich auch
ein großes Lob erstmal an IKEA aussprechen, denn viele der Smart Home Schalter sind so gestaltet, dass man auf den ersten Blick nicht erkennt, wie sie zu benutzen sind, und in einem Haushalt finde ich das ein bisschen schräg. Hat man zum Beispiel Gäste, dann könnten die das Licht gar nicht anschalten, wenn sie nicht wüssten, wie der Schalter zu benutzen ist. Den IKEA-Schalter auf der anderen Seite kann man durch bloßes Hinschauen einfach erahnen, welche Taste hier für was gedacht ist. Es gibt auch neuere IKEA-Schalter, aber die sind ähnlich aufgebaut. So, ja, was sind so die Besonderheiten, die man jetzt hat? Es gibt zwei Dinge, die bei mir so ein bisschen problematisch waren. Die Kompatibilität mit AVM-Geräten. Im Prinzip funktioniert das Ganze. Allerdings sind da die Pull-Zeiten viel zu lange, also beim Schalter irgendwie 30 Sekunden, bis da eine Reaktion kommt. Ich habe irgendwie bei Home Assistant gar keine Möglichkeit gefunden, überhaupt mit dem Schalter zu interagieren. Und buntes Licht, das ist irgendwie so völlig fraglich für mich, was das bringen soll. Viele, viele LED-Lampen, die es so gibt im Zigbee-Bereich, die bieten nicht nur eine Dimmung an oder die Farbtemperatur, sondern die bieten auch Farbe an. Und das verstehe ich wirklich nicht, was das bringen soll. Erstens, die Farben sind viel zu dunkel. Das kann man jetzt hier bei der Kamera schlecht erkennen. Die regeln das immer ein bisschen nach. Aber schaut euch mal hinten die Wandfarbe an. Also wie dunkel und wie hell die wird. Daran sieht man, wie stark die nachgeregelt hat. Und ich kann euch sagen, dass das bunte Licht extrem dunkel ist und einen Raum auf keinen Fall ausleuchten kann. Und wenn ihr euch mal fragt, ob es wirklich sinnvoll ist, eine Lampe nachzurüsten, die eine Farbe kann, wahrscheinlich müsste man dann einen ganzen Raum damit ausstatten. Und wenn ich dann die Farben nutzen möchte, kann ich den Raum zwar in eine Farbe tauchen, aber das Ganze wäre halt relativ dämmerig oder ja, dunkel einfach. Deshalb habe ich das für eine relativ sinnlose Anwendung gehalten. Vielleicht könnt ihr mir aber in den Kommentaren schreiben, wenn ich da irgendwie falsch liege und es da doch Anwendungsbereiche gibt. Ja, das sind so meine Erfahrungen mit Smart Home. Also es gibt immer wieder Dinge, die einen überraschen und die nicht so funktionieren, wie man gedacht hat und wo man vielleicht auf andere Hardware ausweichen muss. Die meisten Probleme bei mir waren jetzt tatsächlich mit Komponenten, die über die AVM-Fritzbox gelaufen sind, da die einfach zu langsam reagieren oder nicht kompatibel mit Home Assistant sind. Das spricht jetzt erstmal nicht dagegen, diese Komponenten zu benutzen, aber halt auch nur dann, wenn man sie im Fritzbox-Kontext benutzt. Sobald man Home Assistant dazu schaltet, wird es da etwas frickelig mit. Alle anderen Sachen haben eigentlich gut geklappt und mein Thermostat werde ich jetzt auch gegen den Zigbee-Thermostat austauschen, sodass ich am Ende den Fenstersensor nutzen kann.